Zweitklässler. In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr für Musik das Maustraining zu Hause üben könnt. Ihr kennt es schon aus der Schule und wie auch in der Schule beginnen wir immer mit unserem Aufwärmlied Rote und blaue Stäbchen. Ihr wisst, für das Maustraining benötigt ihr ein blaues und ein rotes Stäbchen, welches ihr nun zu Hause habt. Damit wir diese auch in der richtigen Hand halten anschließend, singen wir zuerst das Aufwärmlied mit der Musik mit. Rechts ist rot, das merk ich mir, links ist blau, jetzt spielen wir. Rechts ist rot, das merk ich mir, links ist blau, jetzt spielen wir. Gut. Nun sollte für jeder klar sein, dass das rote Stäbchen in der rechten Hand ist und das blaue in der linken Hand. Dann können wir mit dem eigentlichen Maustraining starten. Ihr nehmt euer Heft, euer Maustraining-Heft zur Hand und ich starte mal mit dem ersten Beispiel. Die erste Seite hier, schaut sie euch zuerst gut an. Ein blaues Stäbchen für den blauen Punkt. Rotes Stäbchen für den roten Punkt und, wie ihr euch wahrscheinlich noch daran erinnern könnt, die Pausen, die wir so spielen. Wählt ein langsames Tempo. Wichtig ist, dass ihr immer im gleichen Tempo bleibt. Also ihr werdet nicht langsamer und auch nicht schneller. Gut, ihr könnt einzählen. 5, 6, 7, 8. Rot, blau. Rot, blau, 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 rot, rot, blau, Paus, rot, Paus, rot, Paus, blau, Paus. Wenn das gut klappt, dürft ihr es auch ein bisschen zackiger machen. Also ein bisschen schneller einzählen, bis das ganz gut läuft. Wenn ihr das auch gut könnt, dann versucht ihr, diese Rhythmik mal durchzuspielen, ohne mitzusprechen. Also jetzt 5, 6, 7, 8. Gut, und wenn das auch gut klappt, dann nehmt ihr eine Musik. Das kann die Musik sein, die wir euch mitgeschickt haben per Mail, oder ihr nehmt einfach euer Lieblingslied und spielt es dazu im Takt mit. Fünf, sechs, sieben, acht. Wenn es ganz gut geht, macht ihr das doppelt so schnell. 5, 6, 7, 8. Gut. So könnt ihr euch durch dieses Heft durcharbeiten. Immer wenn eine Seite euch gut gelungen ist, dann könnt ihr die nächste Seite ausprobieren, bis ihr richtige Mausprofis seid. Dann wünschen wir euch viel Spaß dabei und bis bald. Tschüss!